Frag mich, wo die behandelt werden. Okay, Anpassung. Ja, Notfallschicht. Warte weniger als eine Stunde. Aber wir brauchen jetzt die Notfallschicht. Auch mehr Arbeit. Dass die Fabrik fertig wird, dass die die Prothesen fertig werden und dann bauen wir richtig viele Prothesen. Dann können die alle wieder... Achso. Apropos Prothesen. Na, die müsste man ja auch noch machen. Ja, hier machen wir die Notfallschicht. Unzufriedenheit steigt. Das ist schön. sogar ganz schön. Ja, dann können die jetzt mal richtig schön schuften hier. Das sorgt hoffentlich dafür, dass wir genug Kohle kriegen. Nee, der Kohlehaufen nimmt wieder zu. Da oben könnte man auch noch mal welche hinschicken. Ich habe ja nur zwei Ingenieure aus Gründen. Was? End of Shift? Ich hab doch... Die Londoner nutzen die Unzufriedenheit aus. Einige werden überzeugt. Einer der Londoner spricht zu einer Menschenmenge. Er versucht, ihnen Angst einzujagen, damit sie sich dem Exodus nach London anschließen. Doch seine Untergangsversionen stoßen auf wenig Gehör bei den Einwohnern, die mit den Situationen in unserer Stadt zufrieden sind. Lasst ihn reden. Ein Geistlicher soll die Einwohner beruhigen. Okay, ja. Zwei neue Londoner. Anzahl der Londoner 36. Ich hoffe, das sind alles Amputierte. Das wäre gut. Ja. Kriegst mal ein bisschen Hoffnung. Das hilft schon mal. Ja, ich müsste noch eine zweite von den Hütten bauen, ne? Aber ich habe halt keinen. Ach, das, deswegen hatte ich auf einmal Arbeiter. Ja, sehr gut. Das erklärt die Sache. Ich hatte mich ja schon gewundert. Ja, wo dann am nächsten Tag... Ah, hier, Notfallschicht. Könnten wir jetzt einschalten? Kann man das auch beim Sammeln machen? Ja, kann man. Hier ist alles gut. Sehr gut, dann können wir mal hier weitermachen. Ich glaube, unsere Hoffnung sinkt immer noch. Dauerhafte Modifikationen. 69, wohnen nahe eines Gebetshauses. Botschaften an den Mauern. Captain, jemand hat die Mauern der Stadt mit Botschaften beschmiert, die ihren Untergang vorhersagen. Das ist beunruhigend, die Einwohner fürchten bereits, dass wir Winterheims Schicksal teilen werden. Und wer sich fürchtet, lässt sich leicht beeinflussen. Ein Geistlicher soll die Einwohner beruhigen. Tolle Wurst. Die Hoffnung sinkt leicht. Es ist ein Traum. Hier, lass sie wieder steigen. Abendgebet. Yay. Sehr gut. Wir haben weniger Kranke. Muss noch 33. Sieht gut aus. Hier. Gib denen auch nochmal allen zu essen, bitte. Dass die schneller geheilt werden. Ja, Kohle ist gleich am Ende. Läuft. Was macht unser Speer? Der ist in 2 Stunden da, okay. Okay, es wird aber nur kurz deutlich kälter. Die Londoner gewinnen zusätzliche Anhänger. Ja. Das wird auch weiterhin so bleiben. Die werden wahrscheinlich auch gewinnen. Weil wie Shop. Ganz große Probleme hier. Zurechtzukommen.
um dir zu sagen, eigentlich keine Chance zurechtzukommen, aber so weit wollen wir noch nicht gehen. Ja, ich muss beim nächsten Mal aufpassen. Das mit der Kälte ernst zu nehmen. Dass wir schnell die Heizkörper erforschen, dass wir schnell das Sammeln erforschen, überhaupt schnell forschen. Dass man die Zeit nutzt am Anfang, wo es noch leicht ist. Weil am Anfang habe ich rumgedaddelt und... Okay, der Speer ist angekommen. Beim robusten Schutzraum. Essensrationen, Holz und Dampfkerne. Der Schutzraum besitzt genügend Vorräte und hält selbst den schlimmsten Winterstand. Er schützt durch ein fortschrittliches Dampfheizsystem vor Kälte. Ja, cool. Der Pfad zu einer Stadt. Der Unterschlupf ist komfortabel und Notfallverpflegung und mit Notfallverpflegung ausgestattet. Neben der schweren runden Tür befinden sich die Nachricht an alle Wissenschaftler: Wenn ihr irgendwelche Verpflegung benutzt, vergesst nicht, den Quartiermeister bei eurer Rückkehr zur Stadt zu informieren. Also befindet sich noch eine andere Stadt hier draußen. In der Nähe des Weges befindet sich ein Schild, das in zwei Richtungen zeigt. London. Ja, okay. Nach Hause, 27 Meilen. Neuer Ort entdeckter Ort, Stahlbrücke. O2, 144 Holz, 100 Essen und ein Dampf. Sehr schön. Tagebuch lesen. Achso, ja, das war das. Genau. Cool. Er wartet, er hat Zeug mit. Er kann jetzt weitergehen. Oder bringt sein Zeug heim. Kann ich ihm das sagen, dass er heimgehen soll mit seinem Unsinn? Ja, du. Geh mal heim. 11 Stunden bis Ankunft. Jo, mach dich erstmal heim. Von dort aus gucken wir uns dann die nächsten Gegenden an. Ja, das waren jetzt leider keine Arbeiter und nix. Aber naja. Fabrik wurde erforscht. Sehr gut. Jetzt müssen wir sie bloß noch bauen. Dann muss ich mir überlegen, was ich als nächstes forsche. Hier, Technologie, Fabrik braucht 15 Stahl. Den Dampfkern, den haben wir ja. Rohstoffengpass. Verlängerte Schicht. Jo. Mach halt. Wunderbar. So, für die Fabrik brauchen wir halt Stahl. Das heißt, ich muss irgendwo erstmal jetzt Stahl herkriegen. Ja, hier kann ich nichts machen. Wenn ich da was wegnehme, sind wir nämlich weg. Häuser da, Heilung, nicht gebaut. Die Hoffnung sinkt, Unzufriedenheit sinkt. Ja, es ist eh gleich vorbei. Wir haben Futter. Wisst, wir können hier mal keine hinschicken. Und sagen dafür hier alle hin. Und gib Gas. Oh, das hat ganz schön zugeschlagen. Zählt das für alle? Nee, das zählt bloß für den einen. Und trotzdem Unzufriedenheit. Brrr. Eine Danksagung. Oh Gott sei Dank. Mal was Positives. Jemand hat eine Nachricht in den Pflegestationen hinterlassen. Dort steht: Vielen Dank. Durch die ganze Arbeit wird es vielen Familien schwer, sich um ihre Amputierten zu kümmern. Einrichtungen wie diese sind ein Segen für uns alle. Die Hoffnung steigt leicht. Ja, das ist nett. Das ist nett. In 3 Stunden ist mein Speer erstmal wieder da. Tendenz, viele Einwohner könnten sich den Londoner anschließen, ja. Werden sie auch, weil das hier wird noch schlimmer. Warum passiert denn nichts? Ich habe hier Notfallschicht eingeschaltet.
Macht doch mal, seht doch mal zu, dass hier ein bisschen Stahl rankommt, Jungs. Meine Güte. So, Stahl ist da. Dann baut die komische Fabrik. Grenzt nicht an Straße an, das macht nichts. Die bauen wir einfach gleich mit dran. Speer ist da, sehr gut. Oh, Nahrung ist voll. Sehr gut. Den Speer können wir gleich mal weiterschicken. Hier, guck dir die Sternenwarte an. Und du. Du bist jetzt in der Fabrik. Du bräuchtest halt eine Straße, dann wärst du glücklich. Habe ich genug Holz dafür? Ja, locker. Okay, gut. Was ist das? Dampfkerne. Wir haben gerade unseren ersten Dampfkern verwendet. Dampfkerne sind eine wertvolle Komponente, was fortschrittliche Technologien angehen. Dampfkerne können nicht in der Stadt hergestellt werden. Wir müssen darauf vertrauen, dass unsere Späher während Expeditionen welche finden. Verstehe. Gut, wir müssen noch forschen. Mehr Späher. Ermöglicht die Erstellung eines zusätzlichen Spätteams. Nee, möchte ich nicht. Kann ich nicht forschen. Immer irgendwelche... Das braucht alles... Alles Stahl, den ich nicht habe. Das Treibhaus braucht Stahl, die Baracke braucht Stahl. Heizung braucht Stahl. Verbesserte Heizkörper. Verbesserte Heizkörper erhöhen die Temperatur im Arbeitsraum um 2 Stufen. Jeder Heizkörper verbraucht im Betrieb 2 Kohle. Also die sind nicht wirklich besser. Oh, Generatoreffizienz wäre wichtig. Fällt mir gerade ein. Da wir ja am Ende der Kohle sind. Ja, mal gucken, was passiert. Wut über die Kälte. Beheizt eigentlich hier der Unterkünfte. Ja, mach mal. Werde ich nicht schaffen. Das war's jetzt, glaube ich. Also wir könnten jetzt hier den... Stelle mindestens erträgliche Lebensbedingungen in Unterkünften sicher. Könnte ich machen, indem ich den hier overdrive. Unten auf Stufe 1 zurückfahre. Versprechen gebrochen. Oh. Ups. ja. Letzte Warnung. Verzweifelte Einwohner. Die Einwohner sprechen oft über ihre Pläne, sie zu stürzen. Ihre Hoffnung beraubt, sehen sie keine Zukunft für unsere Stadt. Und sie geben ihnen die Schuld. Was sollen wir unternehmen? Wir müssen noch ein paar Tage durchhalten. Tja. Mist, ich hab gedacht, damit kriege ich's hin. Ja, ich muss eh eine Stufe zurückschalten, um den Kohleverbrauch wieder in den Griff zu kriegen. Hey, wir haben eine Fabrik. Außer Betrieb, weil mindestens ein Arbeiter fehlt. Kein Produktionsauftrag. Automaton. Was? Kann der nicht Prothesen herstellen? Im Moment nicht. Was machen wir da am allerbesten? Also wir können auf jeden Fall hier schon mal, wir haben ja ein bisschen Essen gerade. Ihr geht alle mal weg da. Denn hier wird jetzt geschuftet und hier wird auch geschuftet. Und hier wird auch geschuftet. Auf das wir wieder Kohle kriegen. Irgendwann mal. Ne, der geht jetzt hier eh aus. Der Generator fährt herunter. Ja. Ich weiß. Noch mehr Vandalismus. Die Hoffnung sinkt. Das ist beruhigend. Da sind wir nämlich ganz gut dabei. Krankheit ist auch überhaupt gar kein Problem gerade. Also das läuft hier. Wie eine Eins, ne? Haben wir noch nie besser gesehen. Wir könnten was forschen. Generatorleistung müssen wir eigentlich forschen.
Machen wir auch. Und dann müssen wir Generatoreffizienz forschen. Wir haben ja genug Stahl. Wir haben ja hier den... Haben sie ja komplett abgebaut. Das ist schon mal ganz gut. Der hier macht sein Ding. Der hat auch noch jede Menge Holz. Da brauchen wir uns keine Gedanken drum zu machen. Verprügelter Geistlicher. Oh Mann. Captain, ein Geistlicher, wurde angegriffen. Als er die Einwohner beruhigen wollte, die wegen der Parolen der Londoner verängstigt waren. Wir sollten etwas tun, um unsere Leute zu schützen. Wir brauchen Glaubenshütten, um die Straße zu sichern. Wir brauchen Glaubenshütten, um zurückzuschlagen. Wir werden für ihn und seine Angreifer beten. Die Hoffnung steigt leicht an, die Unzufriedenheit sinkt leicht ab. Du hast 3 Tage Zeit, um Glaubenshüter einzusetzen. Die Unzufriedenheit sinkt leicht. Ach, hier, komm. Das hat wenigstens ein bisschen geholfen. Ja, jetzt haben wir hier eine Fabrik stehen, die uns gerade nichts bringt. Achso, doch, wir können ja jetzt hier mal Anpassung machen. Und sagen hier, ich brauche Prothesen, du Herbert. Ah, ich kann Prothesen herstellen. Aus 10 Stahl. Ja, hier, komm. Mache. Arbeiter. Ingenieure. Wo kriege ich jetzt Ingenieure her? Ist so 3, 4, 5. Stopp sie alle hier rein. Hier ist eh genug Kohle gerade da. Das heißt, wir müssen den jetzt hier nicht gerade neu starten. Der Generator fährt herunter. Ja, der ist auch gleich aus. Das ist das Schöne dran. Ah, jetzt. So, wieder einschalten. Wir lassen den auf Stufe 1, weil alles andere geht gerade nicht. Errungenschaft freigeschaltet. Noch einmal stürmt. Sehr gut. Dafür, dass wir Prothesen hergestellt haben. Oh, sind die schon fertig? Nice. Werden die jetzt angebracht? Funktioniert das? Hier, ich kann nochmal Essen ausgeben. Wir haben eh noch genug Essen. Mehr ist genug. Hier geht gerade nichts. Achso, stimmt. Die Kranken haben Zusatzstationen erhalten. Ja, haben sie. Jetzt bräuchten wir noch. Hier ist ein Kohlehaufen. Wir haben 15 Arbeiter zur Verfügung. Für Unsinn. Ach, der wartet. Ups. Bitte mal hier. Überlebende. Ja, sehr gut. Verdunkeln der Sonne. Statt auf Astronomen treffen wir auf einige unserer vermissten Einwohner. Sie erklären, dass sie hier Hilfe suchten, aber nur Tote fanden. Die Astronomen haben ihre Beobachtung fortgesetzt, bis sie verhungert sind. Was war so wichtig für sie? Wir finden die Antworten in ihren Tagebüchern. Das Verschwinden des Sonnenlichts kann nicht ausschließlich auf die Verschmutzung der Atmosphäre durch die südliche Vulkane zurückgeführt werden. Die Sonne verdunkelt sich. Überlebenden zur Stadt eskortieren. Überlebenden zur Stadt schicken. Klar, komm zu uns. 20. Tat, statt auf Astronomen. Ah ja, genau, das war das, was da gerade stand. Was ist hier los? Die Bitte eines Kindes. Er muss seinen Verlust... Die Hoffnung sinkt leicht. Captain, wir haben auf dem Friedhof einen völlig durchgefrorenen Jungen neben einem frischen Grab gefunden. Er muss dort Stunden verbracht haben. Er möchte, dass eine Notfallsitzung einberufen wird. Denn dann... So glaubt er, wird seine Mutter aufwachen und daran teilnehmen. Nee, das wird nicht passieren. Wir brauchen mehr Arbeiter. Oh, bloß ein 28 zu amputieren. Amputierte.
Es wird langsam wieder. Wenn wir noch ein bisschen mehr Stahl herkriegen, wird alles wieder gut. Wir können ja mal hier... Achso, hier wird gerade geforscht. Was ist denn hier los, dass hier die Effizienz so niedrig ist? Achso, wegen... Ja, es sind gerade so viele Leute krank. Generatorleistung wurde erforscht. Sehr gut. Wir brauchen Stahl. Stahl, Stahl, Stahl. Ingenieure, hier Forschung. Bei Rohstoffe, wir brauchen das Stahlwerk. Erforscht mal bitte das Stahlwerk. Ich hoffe, das kann ich ohne Stahl irgendwo hinbauen. Weiß nicht genau, was das braucht. Der hier hat ganz klar Holz gebraucht. Ja, ich weiß es nicht. Wir leben doch länger, als ich dachte. Eine unruhige Gruppe. Die Londoner nutzen die Unzufriedenheit aus, ja. Eine Menschenmenge lauscht einem der Londoner, der den Einwohnern mit Untergangsvision Angst einjagt. Er will sie dazu bringen, nach London zu fliehen. Die Unzufriedenheit scheint seine Worte ernst zu nehmen, aber andere sind nicht so überzeugt. Ach, die Unzufriedenen scheinen seine Worte ernst zu nehmen. Lasst ihn reden! Anzahl der Londoner. Ja, ja. Geistlicher soll was tun. Okay, hat jetzt nicht viel geändert. Außer halt, dass wir jede Menge Londoner haben. Aber ja, das ist dann halt mal so, ne? Wir haben 25 Arbeiter zur Verfügung. Das ist gut. Hier, ich brauche Futter. Nicht unbedingt dringend. Wir brauchen hier. Hier ist voll. Hier ist auch voll. Die Hütte hier ist voll. Wir haben immer noch 3 Arbeiter. Ich bräuchte Stahl. Wirtschaft. Kohlehaufen, Kohlehaufen, Sammelstelle. Nee, ich brauche Stahl. Gibt nichts. Gut. Das beruhigt mich. Also es gibt hier keinen Stahl mehr. Was ist mit dem los? Achso, geschlossen zu dieser Tageszeit. Lagerkapazität fast erreicht. Das ist gut. Dann nimm sie weg. Und lasse alle hier Kohle schaufeln. Dann können wir hier die Heizstufe 2 wieder einschalten. Dann kriegen die nämlich alle wieder warme Hütten. Und die Unzufriedenheit sinkt. Sehr gut. Kaltes Zuhause. Mhm. So, hier können wir mal beten. Die Worte unserer Geistlichen, das funktioniert sehr gut. Oh, der Späher ist auch bald wieder da. Dann haben wir wieder ein paar Arbeiter extra. Können wieder irgendwas tun. Was ist hier? Der Generator ist das Herz der Stadt und die einzige Quelle für Wärme in diesem gefrorenen Loch. Sobald du genug Kohle auf Lager hast, solltest du ihn einschalten. Der Generator beheizt in seinem direkten Umkreis und verbraucht mindestens 6 Einheiten Kohle pro Stunde. Du kannst Generatoraufwertungen erforschen, die die Wärmeleistung erhöhen, die Wärme vergrößern oder den Kohleverbrauch verringern. Ja, Kohleverbrauch verringern wäre ganz cool. Das kostet das übrigens. Das geht. Generatoreffizienz ist nicht so schlimm. Verbrennt 10% weniger Kohle. Das ist ja nix. Ich dachte, das bringt richtig was. Was ist das? Ermöglicht die Erhöhung der Temperatur in allen Wärmezonen um 2 Stufen, wenn die Generatorüberlastung aktiv ist. Okay, cool. Das hält er halt bloß nicht so lange durch. Besser der Heizkörper. Das wird alles nötig, wenn es jetzt hier gleich richtig scheiße kalt wird. Aber... Das wird erst beim nächsten Mal richtig scheiße kalt. Ich bin begeistert, dass wir noch nicht tot sind. Muss ich mal so zugeben. Produktion ist, achso, ja, weil wir nichts haben. Hier ist auch keine Produktion, das heißt, hier könnten wir auch mal abziehen. Ja, wie gesagt, ich bin begeistert, dass wir noch nicht am Ende sind. Ich hätte gedacht, wir sind schon lange tot. Aber wir halten uns doch ganz munter.
Ja, und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Mal sehen, wie lange wir noch durchhalten. Wenn es jetzt hier gleich richtig kalt wird, sieht es nicht so positiv aus. Der Speer ist in der Stadt erschienen. Das ist schön. So, ich mache mal eine Pause. Hier, Pause. Und bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, ist natürlich ein Abo super. Ja, wenn ihr auch eine Mitteilung kriegen wollt, jedes Mal, wenn hier die nächste Folge anstatt geht, dann hilft zusätzlich zum Abo noch die Glocke. Und Anmerkungen und Kommentare freuen mich. Ich glaube, hier gibt's Spoiler vermeiden. Ich weiß nicht, ob es Spoiler gibt, ob hier noch irgendeine schöne Geschichte ist. Falls doch, dann nicht spoilern. Ansonsten haut in die Tasten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, macht's gut.